Es ist das erste Wochenende im neuen Jahr. Hier ist euer Lieblingspodcast. Ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, der Kinderpodcast. Hier ist Ab ins Bett. Ich bin Marco am ersten Samstag in diesem Jahr. Schön, dass ihr alle mit dabei seid. Und bevor die Gute-Nacht-Geschichte kommt, kommt wie immer das Recken und das Strecken. Nehmt die Arme und die Beine, die Hände und die Füße und reckt und streckt alles so weit weg vom Körper, wie es nur geht. Macht euch ganz, ganz lang und spannt jeden Muskel im Körper an. Wenn ihr das gemacht habt, dann bin ich mir sicher, findet ihr die bequemste Position, die es überhaupt bei euch im Bett gibt. Hier ist die 1229. Gute-Nacht-Geschichte für Samstagabend, den 6. Januar. Jonas und das lustigste Video aller Zeiten. Jonas ist ein ganz normaler Junge. Es ist auch ein ganz normaler Tag. Es kann sogar der heutige Tag sein. Jonas liebt es, Videos zu machen. Egal, ob er mit einer Drohne durch die Lüfte fliegt oder einfach seine Katze beim Spielen filmt. Jonas ist immer bereit, neue und aufregende Dinge zu entdecken. Heute stößt er auf ein Video, das ihn vor Lachen fast vom Stuhl hält. Es ist wirklich das lustigste Video, das er jemals gesehen hat. Doch als er seinen Freunden das Video zeigen will, da ist es nicht mehr zu finden. Verwirrt und enttäuscht begibt sich Jonas auf die Suche nach dem verschwundenen Video. Jonas hat all seine Freunde eingeladen, um ihnen das lustige Video zu zeigen. Er hat es sogar gespeichert, aber als er es öffnet, da ist es weg und er überprüft alles. Seine Daten, seine Aufnahmen, alles, was er gespeichert hat. Er durchsucht das ganze Internet. Aber das Video ist nirgends zu finden. Jonas ist traurig. Aber sein bester Freund Max schlägt vor, dass sie zusammen nach dem Video suchen. Und sie beginnen überall zu suchen. Zunächst im Haus. Sie durchsuchen Schubladen, Schränke. Aber auch da bleibt das Video verschwunden. Dann beschließt Jonas, seine Nachbarn um Hilfe zu bitten. Zusammen mit seinem Freund gehen sie von Haus zu Haus und sie fragen alle, ob sie das lustigste Video aller Zeiten gesehen haben. Viele haben es nicht gesehen, aber manche haben davon gehört. Sie sagen Jonas und Max, dass das Video von einem Mann mit dem Namen Herr Widinski aufgenommen wurde und dass er hier sogar auch in der Nachbarschaft wohnt. Jonas und Max sind aufgeregt und sie beschließen, Herrn Widinski zu suchen. Sie folgen den Anweisungen, den die anderen Nachbarn gesagt haben. Sie finden schließlich das Haus. Auf dem Klingelschild steht Herr Widinski. Die Jungs klopfen an die Tür und ein älterer Herr mit Brille öffnet. Guten Tag, ich bin Jonas und das ist mein Freund Max. Wir suchen das lustigste Video aller Zeiten und wir haben gehört, dass Sie es aufgenommen haben. Herr Widinski sieht Jonas und Max an und sagt, oh, das Video, ja, das habe ich aufgenommen, aber das ist schon lange gelöscht. Das war einfach viel zu verrückt. Jonas und Max sind enttäuscht. Sie hätten es so gerne gesehen. Aber sie sind auch neugierig und sie fragen Herrn Widinski, ob er ihnen erzählen kann, worum es denn in diesem Video ging. Herr Widinski lächelt und sagt, es war eine verrückte Geschichte. Ein Mann, der versucht hat, eine Torte zu backen, aber alles falsch gemacht hat. Am Ende explodierte die Torte und es war einfach zu komisch. Jonas und Max können sich das Lachen nicht verkneifen und sie bedanken sich höflich bei Herrn Widinski für diese Geschichte. Auf dem Nachhauseweg erzählen sich Jonas und Max Geschichten und Witze. Und dabei lachen sie so laut, dass sogar die ganze Nachbarschaft anfängt mitzulachen. Obwohl sie das Video nicht gefunden haben, hatten sie einen aufregenden Tag und verdammt viel Freude mit dem gemeinsamen Lachen. Jonas
der weiß genau wie du. Jeder Traum kann in Erfüllung gehen, du musst nur ganz fest dran glauben. Und jetzt heißt's, ab ins Bett, träum was Schönes. Bis morgen, 18 Uhr, ab ins Bett.net. Gute Nacht.